Guten Tag, mein Name ist Eta. Mit Vorname Eta. Ethanol, was nüllt er uns da die Ohren voll? Zubat. Ah, wir haben noch nicht gewechselt. Okay, das Zubat, das. Es wird leiden. Krumms. In die Fresse. Und es wird noch schlimmer. Fünf weitere Level mit unserem Nidoking und. Oh, Alter, ey, es wird einfach nur so zuschlagen. Es wird zu lang ein nach dem anderen. Wird es. Moment jetzt. Was soll's, lassen wir es vorne. Hier kommt der nächste Trainer. Also. Boah, unser Nidoking, es wird so zu lang. Das wird so herrlich. Es schlägt einfach um sich. Es brüllt, es tobt. Es klatscht. Und zwar kein Beifall. Oh. Das wird herrlich werden. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, das überrascht uns gar nicht, dass das jetzt auch kaputt ist, nachdem selbst das Rettern da mit einem Schlag hin war. Wir kloppen es einfach. Wir radieren einfach alles aus. Bom. Oh, schön, sehr schön. 19, da fehlen jetzt noch 4 Level. So, super. Da setzen wir jetzt mal unsere Chillkröte ein. Die darf jetzt auch nochmal ein Level steigen. Das wird sie wahrscheinlich beim nächsten Trainer. Das ist quasi ein Rocco in Schwach. Apropos Rocco. Wo ist denn dieser Fußknecht eigentlich? Ich meine, ihr werdet doch sicherlich auch damals Pokémon geschaut haben. Er hat ja immer seinen Rocco dabei. So seinen kleinen Fußknecht, der da alles für ihn gemacht hat. Wo ist unser Rocco? Wir wollen auch einen Sklaven haben. So einen Rocco-Sklaven. Du bist verloren. Ja, natürlich. Das erwartest du auch. Du forderst uns heraus. Wir wollen einen Rocco. Wir wollen so einen kleinen Träger. Vielleicht haben wir dann auch einen größeren Beutel, wenn wir seinen Beutel nehmen. Also mitnehmen. Ein Seitenbeutel wollen wir gar nicht anfassen. Das hier ist der quasi schwächere Arena. Ja, das ist quasi ein Zubat. Oh, ho, 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 ho. Wir haben noch gar nicht wir haben nicht auf unsere Schigi gewechselt. Ja gut, dann wird unser Smetbo jetzt sterben. Es kriegt keine Trainer-IP. Keinesfalls, nein. Es ärgert mich immer noch so, dass Pikachu Trainer-EP von unserem Rivalen gekriegt hat. Oh. Gar nicht. Anschwächen darfst du, Kleinstein, aber. Nicht töten. Oh, verdammt, jetzt ist es auch noch. Okay. Och Mann. 183, die hätte Shigi echt gut, Shilock echt gut gebrauchen können. Ja, wir möchten jetzt bitte wechseln. Mann, das ist doch doof. Wir blubbern den voll. Quatschen Schnitzel an die Backe. Warum ist er ein schwächerer Arenaleiter? Ja, im Grunde ganz einfach. Er hat zwar ein Pokémon mehr, er hat einen Kleinstein mehr, aber dafür sind die Level seiner Pokémon doch geringerer. Ich meine, Rocko hat ein Level 14er Onix und es hat auch noch Geduld. Ja, und das macht schon einen Unterschied. Also, ich würde schon sagen, Rocko hat noch immer die etwas stärkeren. Ich habe ihn total überrumpelt, ja. Wie soll das gehen? Euch mal die Ausmaße von dem Typen angesehen. Ja, Kleinstein, das darf Smetbo töten. Also Smetbo darf das Kleinstein töten, nicht das Kleinstein darf Smetbo töten. Das Kleinstein darf Smetbo nicht töten. Und weiter geht's.
Das ist auch eine dieser Zwischenetagen, einer dieser Zwischengänge, wo man Paras ganz gut fangen kann. Da kommt es mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als sonst. Es braucht nur eine Konfusion und es hat es hinter sich. Es hat es nicht hinter sich. Smetbo, wir sind wirklich äußerst enttäuscht von dir. Jetzt hast du schon Konfusion, das ist schon deutlich stärker als Tackle. Es ist sehr effektiv. Dein Spezialangriff ist deutlich höher als der normale Angriff und es ist trotzdem noch am Leben. Also, das ist bitter. Smetbo, du verdienst die Kleinsteintrainer-EP wirklich gar nicht. So, was machen wir jetzt? Wir nehmen hier noch ein Pokémon mit. Vielleicht ist es ein Paras. Wenn nicht, dann kann Paras uns mal die Pumpe schnarzen. Was redet er da? Er weiß es selbst nicht. Nein, es ist ein Kleinstein. Ja, was soll's. Vielleicht ist unser Smetbo danach Level 13. Das ist ja dann auch schon mal was. Siehst du, also dafür, dass bei Zubat das Ganze sehr effektiv war, war das jetzt nicht viel mehr Schaden. Also immerhin Level 13. So. Neben dem Pummelhof vor dem Mondberg hier ein weiterer damaliger Schreckensgegner und ein absoluter Cheater. Die Erwachsene nicht auf den Wecker, du Nervensäge. Jo. Kannst du es wagen? Wir sind keine Nervensäge, wir sind ein Rotzlöffel. Aber nur weil ich das Wort mag. Ich mag das Wort Rotzlöffel total. Hier, da ist er, der Cheater mit einem Radikal, Level 16. Fratz entwickelt sich nämlich erst auf Level 20. Cheater. So. Und Schreckensgegner, weil es ziemlich stark ist mit seinem Hyperzahn auch. Alter, finde, das hat echt viele Pokémon damals bei mir rausgenockt und wahrscheinlich nicht nur bei mir. Schlag, oh nein. Das wird unser Smetbo jetzt auch nicht überleben. Ja, seht ihr, wir machen. Das ist nichts, was wir da an Schaden machen mit unserer Konfusion. Das ist fast erbärmlich. Oh, ich hätte jetzt gedacht, wir sind tot. Hyperzahn ging daneben. Kann passieren. So, jetzt war's das. Kommt schon rein. Auch noch ein Volltreffer, Alter. Selbst mit voller KP wäre es tot gewesen. Chigi das? Oh. Selbst wenn, wird es leiden. Also, wir haben unser Nidoking, es haut so heftig rein. Da kann auch der Hyperzahn nicht mithalten. Okay, du hast Angst jetzt, ne? Hätte ich auch. Lieber nochmal einen Treffer landen, bevor du abdankst. Überlebt, ja. Da sieht man es. Es ist wirklich nicht von schlechten Eltern, das Radikal. Doch, also eigentlich schon. Ich meine, es ist eine Ratte, also wenn die Eltern nicht besser gewesen sein. Aber ich bin sauer. Ja, verstehe ich. Cheater. Cheater an die Wand. Smetbo hat das Zeitliche gesegnet. Dabei ist Smetbo nicht mal Priester. Scheinbar muss man nicht Priester sein, um segnen zu können. So, Pipi kann man hier ganz gut fangen. Wieder subjektives Empfinden hier in diesem Bereich. Hatte ich früher immer das Gefühl, dass Pipi da am häufigsten aufgetaucht ist. Ich weiß nicht, was die sich bei dem Namen gedacht haben, Pipi. Ganz ehrlich, das ist doch furchtbar. Ich meine, wieso nennt man ein Pokémon Pisse? Oder Urin? Ja, wir sagen Urin. Wir sind zivilisiert. Es ist keine Pisse. Pissvieh. Hier in diesem Bereich, theoretisch, nach eigenem Gefühl, wie bei Pikachu im Britannia-Wald, kommt Pipi hier am öftesten vor. Natürlich ist es mit äußerst großer Sicherheit Quatsch. Aber so ist das halt. Subjektives Empfinden. So. Das ist bestimmt nicht tot. Wir sind zwar doppelt so hoch im Level, aber es ist bestimmt nicht tot. Es ist tot. Ich bin begeistert.
Warum laufen wir jetzt hier? Um diese These zu beweisen mit dem subjektiven Empfinden? Ja, vielleicht ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Ein bisschen zum Trainieren? Keine Ahnung. Irgendwie aus Gewohnheit. Immer mache ich da einen Stopp. Gut schauen, vielleicht hat man ja doch Glück. Und man findet ein Pipi. Wenn ja, fangen wir dieses Urinviech ein. Als unser Urinstinkt ist. Aber sieht nicht gut aus. Sieht nicht aus, als würden wir zeitnah da ein Pipi bekommen. Pipi, ich muss schon seit gucken, 20 Minuten Pipi. Ich muss Pipi. Tatsächlich. Und ich rede die ganze Zeit von Pipi. Das macht es irgendwie nicht besser. Oh. Ich meine, wir haben hier jetzt gerade zum Glück keinen Tropfen Wasserhahn in der Nähe. Aber ich höre die ganze Zeit unsere Waschmaschine. Da läuft auch Wasser durch. Okay, Themawechsel. Das Level 9er Zubat hat unser Schildlock noch wegbekommen mit Level 18. Jetzt ein Level höher. Aber ein Level höheres Zubat kriegt er trotzdem nicht mehr weg. Das ist schon sehr bitter. Ja, es war sowieso tot. Wir haben es gesehen. Der letzte Schlag hätte auf jeden Fall dieses Zubat gekillt. Und was kriegen wir? Einen Volltreffer. Es ist doch selbstverständlich. Ich hatte schon immer das Gefühl, also in diesem Punkt will mich das Spiel wirklich trollen. So, einen letzten Versuch noch. Wenn das jetzt kein Pipi ist, ziehen wir weiter. Es ist kein Pipi. Natürlich ist es kein Pipi. Was erwarten wir denn? Können wir nicht ernsthaft erwarten, im Mondberg ein Pipi zu finden? Im Grunde ist es auch nicht so wichtig. Wir wollen Pipi sowieso nicht im Team. Oh, ein Volltreffer zu Beginn. Was ist denn da los? Wir wollen sowieso kein Pipi im Team haben, ganz ehrlich. Oh, Pipi ist so süß. Ja, aber es ist scheiße. Es kann keine Attacken. Es ist nicht stark. Es hält ein bisschen was aus. Ja, toll, aber das war's dann auch schon. Was kann man damit machen? Keine Ahnung. Doppelteam beibringen oder Komprimator? Wobei ich immer Doppelteam bevorzugen würde. Komprimator, wenn es da einen Stampfer abkriegt, dann ist aber richtig gelitten. Ja, tatsächlich, Stampfer wird dann viel stärker. Und in Pokémon Rot und Blau, wo es einfach noch nicht so viele Attacken gibt, ja, ist Stampfer jetzt nicht so unwahrscheinlich. Jedenfalls nicht so unwahrscheinlich wie in folgenden Editionen. Aber da gibt es irgendwie auch kaum noch Komprimator. Ja, wir wollen die Fossilien wiederbeleben und teuer verkaufen und wir rocken sind Team Rocket und peitschen uns hier durch die Gegend. Ist doch alles Quatsch. Und nicht mal Soße haben sie dabei. Jo, cool, ein Volltreffer zu Beginn. Gegen uns. Und er überlebt natürlich. Loren, wir haben nochmal einen Schnitzel an die Backe. Ein Zubat. Möchten wir das Punkt? Nee, eigentlich nicht. Nein. Möchten wir nicht wechseln. So, Aquaknarre. Schon bei die Bum Bum, wir ballern hier herum. Mit unserer Wasserpistole. Als Kind habe ich im Grunde nie realisiert, dass Aquaknarre eigentlich Wasserpistole heißt. Ich dachte, ja, cool, Wasserattacke ist stärker als Blubber läuft. Das gibt es schnell. Das war ein komischer Rocket. Was mit ihm? Ich glaube, der hat einen Smogon. Wenn ich mich nicht irre, hat er einen Smogon.
Das Morgan hat mich früher auch geärgert. So, mit halbtoten Pokémon ist man hier durchgeschlürft. Gedacht, okay, den Trainer kriegt man hier noch weg. Dann hat er auf einmal so einen Smogon, was er irre viel aushält und einen die ganze Zeit mit Smog vergiftet. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, dann fangen wir mal an. Mir ganz allein. Malt. Wie er da schon hockt. Der ist doch auch vom anderen Ufer, oder? Schleimer. Aber egal, wir haben auch ein Gift-Pokémon, eins finde ich stark sogar. So. Das war noch nicht schlecht. Das war auch nicht schlecht. Wer setzt schon einen Giftstachel ein gegen einen? Ja, komm, wir machen es mal, was soll's. Gegen ein Gift-Pokémon. Wer setzt Giftstachel ein gegen Gift-Pokémon? Wahrscheinlich nur ein Hornio, oder? Voltoball. Dürfte kaputt sein. Oh, nicht. Wow. Respekt vor. Ach so. Respekt vor diesem Voltoball. Dafür spucken wir es an. Ein Volltreffer, ja. War es nicht wieder so. Voltoball war sowieso tot. Und es kommt ein Volltreffer. Es ist doch schon irre, wie oft das passiert, oder? Mal ganz ehrlich. Und da haben wir es auch, das Morgon. Ja, egal, wir wechseln jetzt auf unsere Schillerlocke. Eigentlich auch ein cooler Spitzname, Schillerlocke. Klingt ein bisschen anmutiger als Chillkröte. Und wir ballern hier rum. Schon mal die Bumbo. Und da ist es auch, Smog. Nicht vergiftet. Er hat ja noch eine Runde. Das überlebt er. Nichts. Surprise, Surprise. Sehr schön. Beide schon Level 20, das ist gut. Na gut, ich gebe dir eins ab. Jo, wir gewinnen 300 Pfennig und schnappen uns das dumme Fossil. Möchtest du das dumme Fossil? Jawohl. Ammonitas ist scheiße, ganz ehrlich. Niemand mag Ammonitas, keiner will Ammonitas. Ammonitas ist furchtbar. Okay, dann gehört das hier mir. 2-1-1. Jetzt? Der Fernzenoberinsel gibt es ein Pokémon-Labor. Dort versucht man aus fossilem Genmaterial Pokémon zu schaffen. Jo. Bis dahin müssen wir das jetzt mit uns rumschleppen. Oder wir bewahren es einfach auf dem PC auf. Das geht auch. Das machen wir. Ja, wir haben noch Nidoking vorne. Warum auch nicht? Sie sind beide 20. Das ist auch schon ein gutes Level. Ein bisschen wird noch dazu kommen. Und wir brauchen auch ein hohes Level gegen Misty. Die ist ein Mistvieh. Aber wir machen hier jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen.